Moin moin meine Freunde und herzlich willkommen zur täglichen Liga. Leider heute mit abnormalen Kameraproblemen, die ist irgendwie kaputt gegangen. Morgen habe ich das gefixt, ich habe noch eine Ersatzkamera, das kriege ich heute aber leider nicht mehr so schnell geregelt. Daher lassen wir uns auch davon nicht unterkriegen und gehen einfach rein. Viel Spaß. Magierbombe kleine und hoffen, dass wir einen Chargebuch kriegen. Perfekt. Ja, sehr nice. Oh, schön. Zwei Rage-Bubs. Oh, die würde ich eigentlich ungern setzen. Ich glaube, wir machen die Stage einfach mit normalen Bubs. Die Rage-Bubs müssen wir uns aufsparen. Können besser drei normale setzen, als die zwei Rage-Bubs zu usen. Okay, das reicht nicht mal. Kommt, zwei Kobolde hinterher. Ja, Pekka sind smarter. Riesen haben zwar einen Flächendamage, aber... ich fühle Pekka mehr gerade. Goblin-Bombe bringt auch nicht viel. Ich glaube, wir machen einfach vierer Goblin. Dann haben wir eine Hütte kaputt und gucken mal, was drin ist. Magier, sehr nice. Boah, Digga, die Kamera, ne? Absolut RIP. Ich kann mich gar nicht richtig konzentrieren wegen der Kamera. Die lenkt richtig ab. Ich glaube, wir machen die Magier-Bombe. Sind zwar nur fünf, aber das reicht fürs Erste. Wir müssen erst aufräumen. So, drei Rage-Bubs reichen für die drei Gebäude. Und die beiden Tesla können wir dann mit Goblins machen. Charge. Was ist denn, wenn wir versuchen, eine Dreier-Bub-Kombi zu kriegen? Reicht das? Nee, was macht eine Vierer? Wir haben genug Bücher davon. Ja, perfekt. Vierer-Bubs. Nochmal zwei Packer. Fühle ich. Jetzt haben wir mit dem Packer kriegen wir auf jeden Fall gleich eine ganze Stage geklärt. Goblin Charge. Oh, das ist jetzt alles mies. Magier Bombe ist too much. Aber Packer Bombe ist auch too much. Was ist denn, wenn wir eine 5er Magier Bombe machen? Nee. Wir können nur eine krasse Magier Bombe machen, aber das wäre eigentlich too much. Ja, wir machen Magier Bombe. Oh nein! Die ist zu hart. Die ist zu hart. Einer weniger tut's. Einer weniger, komm. Ja. Nichts verschwenden, Chat. Aber nochmal, Pekka grenzt schon fast ans Trollen, ne? An Trollen. Machen wir trotzdem. Scheiß drauf, Pekka sind geil. Ich glaube, wir machen den Raum komplett mit Pekka. Zack. Ja, reicht nicht ganz für komplett mit Pekka. Wir müssen erst die Hütte so zerstören. Komm mal, Pekka. Kriegen wir noch eine Hütte zerstört? Ne, kriegen wir nicht. Ja gut, aber dann machen wir den Mörser mit einem Einzelnen. Mörser eventuell mit Riesen. Lost. Rocket. Ne. Diesmal gibt's keine 16er Pekka-Bombe. Pekka verschwenden würde ich nicht fühlen. Können wir besser Rocket verschwenden. Magierbombe. So langsam müssen wir gucken, dass wir die Goblins loswerden. Wir haben noch eine Truppe zu viel. Mit so vielen Truppen kommen wir nicht so weit. Und wir lassen den einen Bub jetzt erstmal rage und dann hat er ein bisschen mehr Damage. Das ist ganz nice. Magierbombe. Die fühle ich, ja. Wir müssen noch eine Truppe setzen. Damit die Tesla wieder hochkommen. Ja, ich glaube auch, dass wir das mit Charge machen. Selbst das reicht nicht. Wir machen trotzdem eine Magierbombe mit Charge. Wir müssen unbedingt aufräumen. Ich will eigentlich nur noch Magier und Pekka haben. Chargebuch. Pekka. Kommen zwei Riesen. Und zwei Bubs. Oh, 10 Magier. Sehr schön. Stage geschenkt. Ein Riesen, um Tesla zu triggern. Und den Rest mit Pekka. Oh, Pekka und einen Rocket. Ist okay. Ja. So,
Safe-Rakete. Nächste Stage mit Magierbombe, denke ich. Ja, Bubs wegen dem Rage ist in Ordnung, aber die Bubs werden wahrscheinlich nicht geraged. Meistens kommt es nicht dazu. Dann können wir besser die Prinzen mit dem Flächendamage nehmen. Weißt du? Okay, erst den Tesla triggern. Ei, zwei Truppen bleiben, zwei Gebäude bleiben übrig. Müssen wir Chargebuch nehmen. Doch, das war wichtig. Ja, Charge. Buch bringen wir jetzt eh wieder. So, Charge. Och nein! Wir nehmen Rockets. Vier Rockets sind auf jeden Fall vier Gebäude instant. Wir brauchen links auf jeden Fall noch einen Prinzen. Bitte lass den Prinzen kommen und keinen Packer, bitte. Sehr schön. Bleibt zu viel über. Die Frage ist, was noch ein Prinz mehr macht. Das müssen wir jetzt riskieren. Ich riskiere das jetzt einfach. Scheiße, und jetzt kommt der Packer auch noch. Das war doof. Ärgerlich, wir müssen den Tesla rocketen. Wir machen den Prinzen Charge und machen den Rest mit Raketen. Wir kriegen jetzt noch ein bis zwei Raketen dazu. Zwei sogar. Dann haben wir nur eine Rakete Verlust gemacht. Das ist in Ordnung. Was macht das? Warte. Müssen wir Rakete machen? Wir könnten auch den Packer machen, aber den Packer setze ich lieber in Kombi mit anderen Packern. Packer. Oh, das ist nice. Jetzt können wir den Prinz machen, um die Mauer zu brechen und um die Tesla zu triggern. Und jetzt Packer Charge. Bleibt ein Tesla über. Den rocketen wir jetzt direkt. Und jetzt Packer Charge, gib ihm. Zack. Läuft bei uns, Digga. Oh, das ist scheiße, aber dann nehmen wir die Riesen. Nochmal Charge Buch. Bitte Magier. Oh nein, wir hätten Magier gebraucht. Ich nehme die vier Packer. Mauern kaputt machen? Nee, bringt zu wenig. Wir machen jetzt erstmal eine Rakete und holen uns doch eine Rakete dazu. Dann machen wir den Rest jetzt vorher weg. Nicht, dass uns noch irgendein Magier drauf geht. Das würde ich nämlich nicht fühlen. So, erstmal den Charge. Oh, nee. Der Rest wird Rockets. Und jetzt müssen Magier kommen. Wenn keine Magier kommen, sind wir am Arsch. Oh, nein. Das ist ja ganz scheiße. Ich würde schon fast fühlen, wenn wir eine Rocket einfach auf das Gebäude, auf den... Ich würde schon fast fühlen, wenn wir die Rocket auf die Hütte machen. Und dann gamblen, ob eventuell Magier oder Packer rauskommen. Das ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit, wie wir das hier noch gewinnen können. Bitte, irgendwas davon. Packer, das ist gut. Ich glaube auch, dass wir die Magier zuerst machen sollen, dann sind die Mauern auf. Dann reicht es auf jeden Fall. Dann reicht es zu 100%. Sonst, es würde wahrscheinlich, hätte auch sonst, glaube ich, gereicht, aber... So, perfekt. Was für ein Gebäude bleibt? Kannst du nicht zählen, Digga? Perfekt. So, 11 haben wir schon mal. Und jetzt ist Lost. Weiter kommen wir nicht. Das war's. Wieder 11, wie gestern. Ja, nehmen wir die Prinzenbombe. Und GG. 11 ist in Ordnung. 11 ist eine schöne Zahl. Schade. Komm, eine Kiste, Digga. Eine Kiste. Komm. Komm, gönn. Supercell, gönn. Gönn. Oh, jetzt gönnen! Oh, schade. Wir gucken uns kurz die Liga an. Ah, 242. Easy. Easy.
Das war's schon wieder mit der täglichen Liga für heute. Trotz Kameraprobleme absolut rasiert. 11 Räume, sehr, sehr nice. Wir sehen uns morgen. Bye, bye. Euer Psalm.